Benjamin Strasser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem liebe Opfer und Hinterbliebenen, es ist eine große Ehre für uns, dass Sie heute hier sind und der Debatte folgen. Vielen Dank dafür. Unsere Arbeit startete vor 3 Jahren mit einem großen Versprechen der Frau Bundeskanzlerin, nämlich mit einem Versprechen der detaillierten und umfassenden Aufklärung. Herr Innenminister, Sie hatten dieses Versprechen erneuert zur Hälfte der Arbeit dieses Untersuchungsausschusses mit Ihrer Forderung nach maximaler Transparenz. Das, was Sie wissen sollten, sollte auch dieser Untersuchungsausschuss wissen. Das waren Ihre Worte. Was wir allerdings im Untersuchungsausschuss seitens der Bundesregierung erlebt haben, war eine Aufklärung mit angezogener Handbremse. Akten, die massiv geschwärzt wurden, Seitenteile, die entnommen wurden, Akten, die zu spät oder gar nicht geliefert wurden, wichtige Zeugen wie den V-Mann-Führer der Berliner Fusimlet-Moschee, der uns bis heute vorenthalten worden ist. Diese Verweigerungshaltung der Bundesregierung hat dazu geführt, dass wir eben nicht alle Steine umdrehen konnten, die wir hätten umdrehen sollen. Und das ist auch eine bittere Bilanz dieses Untersuchungsausschusses. Was aber unsere Arbeit ans Licht gebracht hat, das wirft fundamentale Fragen an die Organisation unserer Innensicherheit in Deutschland auf. Beim Breitscheidplatz scheiterten eben nicht Einzelne, es scheiterte eine Struktur. Und deswegen ist die Einführung des Staatstrojaners oder die Forderung nach pauschaler personeller Aufstockung von Sicherheitsbehörden eben nicht die richtige Antwort auf den Anschlag am Berliner Breitscheidplatz. Nach dem NSU-Skandal, nach diesem Anschlag müssen wir uns endlich diesem systemischen Versagen widmen und dieses systemische Versagen in den Strukturen beheben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben in Deutschland 40 Sicherheitsbehörden, die teilweise, wenn wir auf die Länder blicken, viel zu klein sind, um die Aufgaben, die sie erledigen sollen, überhaupt noch zu stemmen. Ein schillerndes Beispiel unserer Untersuchungsausschussarbeit war der Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern mit seinen 70 Mitarbeitern, wo über Jahre hinweg in mehreren Fällen sich nicht an geltendes Recht gehalten worden ist, wo nach dem Anschlag ein Hinweis auf mögliche Hintermänner, Unterstützer von Anis Amri entgegen einer gesetzlichen Verpflichtung nicht an die Polizeibehörden weitergegeben worden ist, wo Polizeiarbeit hintertrieben wurde, wo Ministerien, wo Parlamente nichts davon mitbekommen haben. Ein solches Eigenleben von Verfassungsschutzbehörden können wir nicht tolerieren. Und deswegen müssen wir hier gesetzgeberisch tätig werden und die parlamentarische Nachrichtendienstkontrolle nachschärfen. Das ist ein wesentlicher Baustein auch unsere Erkenntnisse. Wir haben ja mit dem Nachrichtendienstbeauftragten einen konkreten Vorschlag gemacht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Strukturelle Defizite haben sich aber auch bei der Führung von Vertrauenspersonen, also Spitzeln aus extremistischen Szenen, gezeigt. 40 Spitzel von 7 Sicherheitsbehörden beim NSU, die über 10 Jahre lang nichts gewusst haben wollen. 8 Spitzel bei Anis Amri, die über 1,5 Jahre nichts gewusst haben wollen. Eine VP01, die als einzige Hinweise geliefert hat, die man in den Sicherheitsbehörden großenteils gar nicht ernst genommen hat, wo man eine Vertrauensperson über 15 Jahre hinweg alimentiert hat, wo man Straftaten geduldet hat. Wer diese Vertrauensperson will, und ich will sie, der muss doch jetzt zum Schluss kommen, dass eine gesetzliche Grundlage für Vertrauenspersonen gerade im Bereich der Strafverfolgung, Gefahrenabwehr notwendig ist. Und auch das ist ein Ergebnis unserer Untersuchungsausschussarbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man könnte viel noch hier sagen zum Thema der Analysefähigkeit von Sicherheitsbehörden. Und da komme ich auch zu anderen Einschätzungen wie Herrn Felgentreu, was das Thema unislamisches Verhalten, How to Survive in the West, angeht. Es zeigt, dass das Fachwissen in Deutschland sehr unterschiedlich verteilt ist und dass es ein ganz klarer Fehler war. Oder dass man Chats des Attentäters, verschlüsselte Telegram-Chats, die man hatte, überhaupt nicht ausgewertet hat. Das ist ein Problem in der Struktur. Und deswegen müssen wir auch Strukturen angehen. Ich möchte aber meine letzte Minute Ihnen widmen, den Opfern und Hinterbliebenen. Was Sie uns berichtet haben,
nach dem Anschlag, wie es ihnen ergangen ist, das ist wirklich beschämend. Und ich glaube, dass wir immer noch nicht optimal vorbereitet sind in Deutschland auf terroristische Anschläge, was einen mitfühlenden, einen respektvollen, vor allem einen unterstützenden Umgang mit ihnen, den Opfern und Hinterbliebenen angeht. Ich glaube nicht, dass Opferbeauftragte allein ausreichen. Wir brauchen eine echte Ombudsstelle, die auch über die Jahre hinweg Ansprechpartner ist, die Hilfe leistet bei finanziellen Ansprüchen. Und deswegen schlagen wir unter anderem vor, die bereits existierende Koordinierungsstelle für den Opferschutz NOA auszubauen, gerade auch für terroristische Anschläge in Deutschland. Und ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, Sie sind nicht vergessen, auch nach diesem Anschlag nicht. Andere Länder wie Spanien, wie Frankreich haben einen besseren Umgang mit Opfern. Der 11. März, er ist der europäische Gedenktag für Opfer terroristischer Gewalt. Und ich finde, es würde uns gut anstehen, wenn wir diesen Tag, den 11. März, hier auch in Deutschland zu einem nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt machen. Egal ob NSU, egal ob die Opfer von Istanbul, egal ob die Opfer vom Breitscheidplatz. Wir werden sie nicht vergessen, auch nach dem Ende dieses Untersuchungsausschusses nicht. Wir haben nach dem NSU die Chance auf strukturelle Reformen verpasst. Eine Zusage der Bundesregierung ist aber noch offen. Herr Seehofer, Sie hatten gesagt, Sie werden sich ganz genau anschauen, was dieser Untersuchungsausschuss in seinem Abschlussbericht berichtet und entsprechend handelt. Es liegt es an Ihrem Nachfolger oder Ihrer Nachfolgerin, Konsequenzen zu ziehen, strukturelle Konsequenzen zu ziehen. Ich sage dieser Bundesregierung und der kommenden zu, wenn es um eine echte Reform der föderalen Sicherheitsarchitektur geht, wenn es um mehr parlamentarische Kontrolle geht, wenn es um einen besseren Opferschutz geht, haben Sie die Unterstützung der Freien Demokraten. Und ich würde mich freuen, wenn wir diese Lehren aus diesem Anschlag dann auch tatsächlich ziehen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Benjamin Strasser. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Martina.